sind in Bern 58%. Auch in Zürich ist der Föhnwind rar. Wie reagiert die Bevölkerung auf Föhnlagen? Sind Sie föhnempfindlich? Ja, nein. Können Sie den Föhn überhaupt nicht spüren? Nein. Gar nicht? Ja, bin ich. Wie spüren Sie den Föhn? Nur wenn Fallwinde sind, sonst nicht. Aber wie spüren Sie ihn? Haben Sie Kopfweh oder Kopfschmerz? Etwas Kopfweh. Nein, nicht. Ja, ziemlich. Wie spüren Sie den Föhn? Ja, das haben sehr wohl ist, nicht? Ja. Wie spüren Sie den Föhn? Kopfweh. Und Lichterübelkeit. Nein. Sie spüren den Föhn überhaupt nicht? Nein, gar nicht. Haben Sie das Wetter noch gar nie gespürt? Nein, nie. Ich spüre manchmal den Föhn, bevor er kommt, einen Tag vorher, und schlafe auch dann schlecht, bevor er kommt. Am Tag selbst, wo der Föhn dann ist, fühle ich mich recht wohl. Nein. Gar nicht? Gar nie nicht. Ja. Wie spüren Sie den Föhn? In der Verdauung. Ja, Föhn, nein, nicht fest. Sind Sie ein föhnempfindlicher Mensch? Ja, sehr. Wie spüren Sie den Föhn? Ja, indem dass man halb krank ist, einfach nicht mal geschaffen, Kopfweh hat. Ja, nein, das nicht. Unsere Umfrage in Altdorf, Basel, Bern und Zürich hat ergeben, dass durchschnittlich 44% der Befragten unter Föhn leiden. 55% fühlen keine Beschwerden, 1% verspürt ihn sogar angenehm. 44% der Befragten klagten über Föhnbeschwerden. Wenn wir das Verhältnis auf die Schweizer Bevölkerung übertragen, müssen wir annehmen, auch wenn wir berücksichtigen, dass sich der Föhn in einigen Gebieten nicht auswirken kann und dass ihn junge Menschen in der Regel nicht spüren, dass mehr als 1 Million Landsleute unter Föhn leiden. Unsere Umfrage ist aber zu oberflächlich, als dass wir ihr einen repräsentativen Wert beimessen. Wir können aber trotzdem mit Bestimmtheit sagen, dass ein sehr großer Teil der Schweizer Bevölkerung unter dem Föhn leidet. Wie wirken sich die Beschwerden im täglichen Leben aus? Allgemein besteht die Ansicht, dass die Föhnbeschwerden Einfluss haben auf eine Verminderung der Reaktionsfähigkeit und der Aufmerksamkeit der Menschen und dass sich daher mehr Unfälle auf der Straße und in den Betrieben ereignen. Dass der Föhn aber auch Einfluss hat auf eine vermehrte Vergesslichkeit oder eine reduzierte Arbeitsleistung. Man nimmt an, dass sich der Föhn auf den gesunden, speziell aber auf den kranken Organismus negativ auswirken kann und Herzinfarkte, Embolien, die Sterblichkeit überhaupt zu beeinflussen vermag. Man glaubt auch, dass der Föhn auf depressive, schwermütige Menschen wirkt und diese dann vermehrt zum freiwilligen Tod neigen. Es war nicht einfach, die erforderlichen Zahlen zusammenzutragen. Wir wollten herausfinden, bei den Unfällen und bei den Sterbefällen, bei den Infarkten und Embolien, bei der Vergesslichkeit und bei der Arbeitsleistung, an welchen Tagen im Jahr 1963 eine Abweichung vom normalen Tagesdurchschnitt festzustellen war und ob an diesen Tagen mit Abweichungen eine mögliche Wetterlage bestanden hat, die diese Abweichung hätte verursachen können. Leider konnte uns kaum ein statistisches Amt die erforderlichen Zahlen liefern, weil die Tagesergebnisse normalerweise nicht festgehalten werden. So waren wir angewiesen auf die Mithilfe einzelner privater Firmen und öffentlicher Unternehmen. Beamte und Angestellte haben sich da und dort bereit erklärt, uns die erforderlichen Zahlen herauszunotieren. In Grenchen suchten Werkmeister aus den Arbeitsrapporten die täglichen Produktionszahlen zusammen. In Zürich stellten Beamte des SBB-Fundbüros die tägliche Vergesslichkeit 1963 fest. Polizisten in Basel, Bern und Zürich notierten aus den täglichen Polizeirapporten die Zahl der Verkehrsunfälle, der Selbstmorde und der Selbstmordversuche. Im Jahre 1963 wurden in den Städten Basel, Bern und Zürich und Kanton Zürich insgesamt 16.289 Verkehrsunfälle polizeilich registriert. Die Zahl der Verkehrsunfälle wird stark durch die Saison und die Wochenendtage beeinflusst. Im Sommer und über die Wochenende, wenn der Verkehr allgemein zunimmt, ereignen sich erfahrungsgemäß auch mehr Unfälle. In unserer Statistik haben wir diese saisonbedingten Abweichungen berücksichtigt, indem wir den Tagesdurchschnitt für jeden Monat neu errechnet haben. Trotzdem sind Schwankungen zwischen den täglichen Ergebnissen festzustellen. Vermindert der Föhn die Reaktionsgeschwindigkeit, geschehen deswegen mehr Unfälle.
Gemäß den Angaben der Stadtpolizei Basel, Stadtpolizei Bern und der Kantonspolizei Zürich sowie der dargebotenen Hand Zürich wussten im Jahre 1963 insgesamt 1741 verzweifelte Menschen keinen Ausweg mehr. Sie suchten Rat bei der telefonischen Seelsorge oder sie wagten die Flucht ins Nichts. Auch hier an einzelnen Tagen deutliche Abweichungen vom üblichen Durchschnitt. Verursacht der Föhn diese Schwankungen? In der Stadt Zürich starben im Jahr 1963 4596 Menschen, durchschnittlich 13 jeden Tag. An einzelnen Tagen sind es bis zu 30. Vermehrt der Föhn die Todesfälle? In der Fundzentrale des Kreises 3 der Schweizerischen Bundesbahnen wurden im Jahr 1963 99.044 gefundene Gegenstände gezählt. Die tägliche Zahl variiert zwischen 140 und 690 Gegenständen. Ist die Vergesslichkeit bei Föhn größer? Hat der Föhn einen Einfluss auf die Arbeitsleistung? In dieser Grenchener Uhrenfabrik zeigen die täglichen Produktionszahlen des Jahres 1963 an einzelnen Tagen deutliche Abweichungen vom üblichen Durchschnitt. Vermindert der Föhn die Arbeitsleistung? Besteht ein Zusammenhang zwischen den festgestellten Abweichungen und dem Föhn? Wir haben jene starken Abweichungen, die mindestens 10% vom üblichen Tagesdurchschnitt ausmachen, auf dieser Tabelle notiert. Von links nach rechts haben wir die Tage des Jahres 1963 aufgezeichnet. Und hier sind die bereits erwähnten Faktoren aus dem täglichen Leben vermerkt. Hier die Verkehrsunfälle aus Basel, Bern und Zürich. Hier die Todesfälle in der Stadt Zürich. Unter dem Begriff Depressionen haben wir jene Zahlen aufgezeichnet, die uns angeben, wie viele Menschen in irgendeiner seelischen Not, in irgendeiner verzweifelten Schicksalslage keinen Ausweg mehr wussten. Es sind die Zahlen der Selbstmorde in Basel, Bern und Zürich und die Anrufe bei der Telefonseelsorge, die dargebotene Hand in der Stadt Zürich. Hier die Arbeitsleistung, die Produktionszahlen einer Grenchener Uhrenfabrik und hier bei der Vergesslichkeit sind die Gegenstände vermerkt, die im Kreis 3, also im Gebiet Zürich und Ostschweiz, der Schweizerischen Bundesbahnen, liegen gebliebenen Gegenstände. Die schwarzen Querlinien zeigen den üblichen Tagesdurchschnitt an. Und die weißen Säulen zeigen uns, wann an bestimmten Tagen das tägliche Resultat wesentlich über dem üblichen Mittelwert gelegen hat. Hier an diesen Tagen sind also beispielsweise wesentlich mehr Unfälle passiert, hier sind wesentlich mehr Leute gestorben. Die dunklen Säulen zeigen eine positive Abweichung vom üblichen Mittelwert, hier sind also weniger Unfälle passiert, hier weniger Leute gestorben. Bei der Arbeitsleistung ist natürlich eine Zunahme positiv zu werten, denn es ist ein günstiges Resultat, wenn natürlich mehr produziert wird als an normalen Tagen. Ja, und dann wollten wir jetzt herauszufinden suchen, ob an Tagen mit starken Abweichungen Föhnwetter war oder nicht. Wir haben in einer kleinen Diskussion, die von Peter Wies geleitet wurde, das Problem erörtern lassen durch einen Meteorologen, der hauptsächlich die Wetterangaben lieferte, durch einen Mediziner, der die Föhneinflüsse bejaht und einen Mediziner, der diesen Einflüssen skeptisch gegenübersteht. Wir haben diese kleine Diskussion gefilmt. Nach der Entwicklung feststellen müssen, dass sie technisch nicht ganz so geglückt ist, wie wir sie im Interesse der Sache gewünscht hätten. Es ist uns deshalb nur möglich, kleine Auszüge aus dieser Diskussion zu bringen. Wir wollen aber sehr darauf achten, dass die Kernpunkte berücksichtigt bleiben. Zuerst hatte der Meteorologe Dr. Johann Häferlin, Chef des Wetterdienstes der Meteorologischen Zentralanstalt in Zürich, Gelegenheit, die Föhntage auf unsere Tabelle einzuzeichnen. Er fand zunächst keinen Zusammenhang mit dem Föhn. Ich möchte da zuerst auf die Tatsache hinweisen, dass wir Föhn hauptsächlich im Frühjahr, März, April und dann wieder erst im Herbst, Oktober, November haben. Nun, auf den ersten Blick können wir allerdings hier nicht eine Abhängigkeit dieser Ereignisse vom Föhn ersehen. Dazu sollte man natürlich die Statistik ganz genau führen und auszählen, bei welchem Föhntag
ist nun dieses Ereignis übernormal, überzufällig eingetreten. Professor Dr. Etienne Grandjean, Arbeitsphysiologe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, ein sachlicher Rechner, war auf dieses Argument vorbereitet. Ich habe zusammengerechnet, wie viele Unfälle an den Föhntagen passiert ist und habe diese Zahl verglichen mit den Unfällen an allen anderen Tagen. Und da habe ich Folgendes bekommen: Für alle diese Föhntage in diesem abgelaufenen Jahr bekam ich im Durchschnitt 46,3 Unfälle. Und für alle anderen Tage, nicht Föhn, bekam ich im Durchschnitt 42,6. Das ist für mich ganz klar, dass das keiner Weise signifikanter Unterschied ist, denn diese Unfälle schwanken zwischen 10 bis 90 und Sie sehen auch hier ja sofort in den Monaten, wo wir fast keine Föhntage haben, dass da immer die gleichen, ungefähr die gleichen Schwankungen in der Unfallhäufigkeit aufgetreten ist. Bei einer solch sachlichen Argumentierung fiel es dem Berner Arzt Dr. Hans-Martin Sutermeister, der von einer Föhnwirkung überzeugt ist, nicht leicht, seinen Standpunkt zu vertreten. Ja, ich bin mir bewusst, dass ich als Praktiker eine andere Ausgangsbasis habe als die Theoretiker, die sich auf bestimmte Fakten stützen, die sie genau ausrechnen können, während wir Praktiker mit der vieldimensionalen Wirklichkeit des Alltags zusammenkommen. Und da bekommen wir durch die täglichen Erfahrungen doch mit der Zeit eine Art Überzeugung. Und die lässt mich nun doch annehmen, dass der Föhn ganz bestimmte, vor allem psychische Auswirkungen auf den Menschen hat. Gerade diese Depressionen, die wir hier in dieser Reihe notiert haben, die kommen in der Praxis natürlich nicht immer als Suizide und Suizidversuche, aber immerhin in erhöhten Krankheitsgefühlen und so weiter deutlich zum Vorschein. Professor Grandjean war ganz anderer Ansicht. Ja, lieber Herr Kollege Sutermeister, ich glaube Ihnen schon, dass Sie das in der Praxis so sehen, aus Ihrer Sicht. Ich muss nun sagen, es ist eine sehr eingeschränkte Sicht, die paar Patienten, die Sie da jeden Tag sehen, mag das so aussehen. Aber wenn Sie das nun Jahr für Jahr oder sagen wir Tag für Tag zusammenzählen würden und so zusammenstellen würden, wie das hier das Fernsehen in sehr verdienstvoller Weise getan hat, dann käme nicht mehr heraus als hier. Das ist meine Auffassung. Schauen Sie, Herr Kollege, Depressionen, haben Sie doch selber gesagt, Ihre Leute hätten Depressionen. Man sieht doch sofort, dass die Zunahme an Depressionen hier überall nirgends mit Föhntagen zusammenfällt. Das Gleiche ist von der Arbeitsleistung zu sagen. Man sieht doch da keinen Zusammenhang mit Föhn. Schauen wir diese zwei Föhntage hier, die haben einmal eine Zunahme, einmal eine Abnahme. Nehmen wir aber hier diese starke Zunahme, kein Föhn. Nehmen wir hier diese starke Zunahme, kein Föhn und so weiter. Da ist doch ganz offensichtlich kein kausaler Zusammenhang. Uneinig waren sich die Gelehrten auch in der Frage, wie denn eine Föhnwirkung überhaupt zustande kommt. Vor allem ist es eine Belastung des Wasserhaushalts, des Wärmehaushalts. Und dabei kommt es, wie Sie alle wissen, beim Gewitter zum Beispiel zum Wärmestau. Aber ich habe das Gefühl, dass der Wärmestau beim Föhn noch etwas anderes ist. Denn hier fehlt jede Möglichkeit zum Ausgleich zu schwitzen. Es kommt gar nicht zur Kondensation. Das stimmt nicht. Beim Föhn ist die Luft ausgesprochen trocken. Stimmt das nicht, Meteorologe? Da ist das Schwitzen erleichtert. Es kommt aber gar nicht zur Schweißkondensation. Das ist das Typische. Aber die physikalischen... Und besonders störend ist es bei Nylonwäsche. Dann ist die Nylonwäsche der Föhnfaktor, aber nicht der Föhn. Die Ansichten sind nicht nur geteilt in Bezug auf eine Föhnfühligkeit. Die Unklarheit beginnt schon viel früher, nämlich bei der Frage, was ist Föhn, wann ist Föhn? Die meisten Leute leiden ja, das hat sich bei unserer Umfrage auch herausgestellt, nur wenn der sogenannte Höhenföhn weht, wenn der berüchtigte Föhndruck herrscht und nicht, wenn der eigentliche Föhnwind am Beobachtungsort selber bläst. Für einige Meteorologen, besonders nach der neueren Theorie, handelt es sich dann aber um keinen eigentlichen Föhn, sondern um eine andere Wetterlage. Für sie ist nur föhnig,
wenn der Föhn als Wind am Beobachtungsort gemessen werden kann. Ich habe nun hier als Föhn eben nur die Föhntage, wie sie vom Altdorf gemessen wurden, registriert wurden, angegeben. Also wir müssen mehr einen allgemeinen Charakter des Wetters bezeichnen und ich möchte also eben sagen, nicht nur mit dem Föhn vergleichen und korrelieren, sondern mit größeren Wetterelementen wie Kaltfronten, Warmfronten, wie das kann uns sicher einen Zusammenhang geben. Nun, wir haben auch die größeren Wetterlagen eingezeichnet. Hören wir wieder den Meteorologen. Ja, bitte, ich sehe doch, dass hier bei dieser unruhigen Wetterlage mit verschiedenen warmen Kaltfronten und Föhn hier die Abweichungen sehr signifikant sind. Auch hier sehen Sie immer wieder bei diesen Warm- und Kaltfronten diese Abweichungen. Wenn eine Häufung der Ereignisse mit ungünstigen Wetterlagen zusammenhängen soll, dann müsste ja eine Abnahme der Ereignisse nur stattfinden können, wenn keine solche Wetterlage bestanden hat. Das ist auch die Ansicht von Professor Grandjean. Ich habe zwei Einwände. Kaltfronten sind meistens verbunden mit Temperaturabfällen. Es ist also durchaus möglich, dass hier im Februar bei Kaltfronten die Unfälle etwas zunehmen, ohne dass das eine Wetterwirkung ist, sondern das ist eine Eiswirkung auf der Straße. Sehen Sie, im März haben wir auch sehr viele Kaltfronten und da nehmen die Unfälle nicht zu. Jetzt habe ich hier auch berechnet, Herr Dr. Häfelin, die Unfälle an den Kalt- und Warmfronttagen und die verglichen mit allen anderen Tagen, auch mit den Föhntagen. An den Gesamtkalt- und Warmfronttagen 1963 habe ich gefunden im Durchschnitt 47,3 Unfälle. Also diese Statistik liegt dieser Zahl zugrunde. An allen anderen Tagen 42,6. Dieser Unterschied ist bestimmt nicht signifikant, wenn man sie einzeln sieht, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das schwankt zwischen 10 bis 90 gegen 100 Unfälle. So ging es in unserer kleinen Diskussion hin und her. Wir stellen fest, eine eindeutige Wetter- oder Föhnabhängigkeit konnte unsere Statistik nicht beweisen. Liegt es vielleicht daran, dass das Zahlenmaterial zu klein war? Oder hat es damit zu tun, dass die Höhen- oder Vorföhnphasen nicht mit einbezogen wurden? Oder liegt es ganz einfach daran, dass es vielleicht einfach doch keine Föhn- oder Wetterwirkung gibt? Ist der Föhn vielleicht doch mehr Sündenbock als Landplage? Wir wollen versuchen, in unserer nächsten Sendung, heute in einer Woche, noch tiefer in dieses Problem einzudringen. Eine typische Föhnstimmung lag über dem Zürichsee, als wir den trefflichen Zeitkritiker Fridolin Tschudi in seinem Rapperswiler Domizil besuchten. Wie sieht er das Problem der Föhnfühligkeit? Fridolin Tschudi hat das Thema Föhn, Sündenbock oder Landplage schon früher behandelt. Niemand darf und will ihn loben. Alle Not und Niedrigkeit wird ihm schamlos zugeschoben, überall und jederzeit. Keiner wagt es hierzulande tapfer für ihn einzustehen, jede Untat oder Schande müssen auf sein Konto gehen. Er verursacht Ehekrisen, Kopfschmerz, Durchfall, Korpulenz, Herzattacken und nebst diesen Übeln mangelnde Präsenz. Ihm wird drum ununterbrochen vorgeworfen, dass sogar an verfehlten Flitterwochen er nicht unbeteiligt war. Jedes eigene Versagen, jedes Gegenteil von Glück, jedes Miss- und Unbehagen fällt allein auf ihn zurück. Wer dem heiklen Thema huldigt,
sagt sich deshalb, bitteschön, ich bin immer schon entschuldigt. Schuld an allem ist der Föhn. Fridolin Tschudi findet also, der Föhn sei ein Sündenbock, eine Ausrede für alle möglichen Versager und Fehlleistungen. Die Umfrage, die Peter Wies in Altdorf, Basel, Bern und Zürich für die erste Sendung durchgeführt hatte, ergab aber, dass 44% der Befragten unter dem Föhn leiden. Wir wollen deshalb das Thema der Föhnfühligkeit weiter behandeln und zunächst untersuchen, wie dieser Einfluss medizinisch zu bewerten ist. Der Berner Arzt Dr. Suttermeister, den Sie aus der ersten Sendung kennen, war bereit, diese Frage mit unserem Reporter zu besprechen. Nun, Herr Doktor, welches Sinnesorgan ist hauptsächlich beteiligt und wie reagiert eigentlich der Körper auf den Föhn? Das Hauptsinnesorgan scheint die Haut zu sein. Man spricht deshalb von der Haut als einem vegetativen Sinnesorgan. Denn die Haut nimmt vor allem diese Wärme- und Feuchtereize auf und sie leitet sie weiter auf die sogenannten vegetativen Zwischenhirnzentren, wo dann entsprechende Schaltungen, Reaktionen ausgelöst werden. Wir werden das dann noch in Tabellen sehen. Es handelt sich da vor allem um ein Hormon der Hirnanhangsdrüse, das die Adiuretin, das den Wasserstoffwechsel insofern beeinflusst, als der Wüstenwind, aus dem man den Föhn ja immer bezeichnet hat, dieser trockenwarme Wind, eine Wasserspeicherung im Organismus auslöst. Und das gibt dann diese typischen Hand- und Fußödeme, diese Schwellungen. Man bringt den Ehering nicht mehr vom Finger bei Föhn. Und sie sind aber nicht eindellbar wie die Herzödeme bei den Herzkranken, die mehr abends auftreten, während die Föhnödeme schon am Morgen auftreten. Sie sind nicht eindellbar, weil eben die Zellen selber das Wasser speichern. Das Wasser liegt nicht zwischen den Zellen. Dass natürlich kreislaufgestörte Herzpatienten durch diese Wasserspeicherung zusätzlich belastet werden, ist klar. Und das gibt dann eben die Thrombosen, die Embolien nach Operationen, die so gefährlich sind, weil bei den Operationen zudem die Gerinnungsfähigkeit des Blutes erhöht ist. Ist die Wirkung des Föhns eventuell abhängig von Jahreszeiten oder sogar Tageszeiten? Das ist richtig. Der Föhneffekt wirkt sich am meisten in der Nachtphase aus und auch im Winterhalbjahr. Und da spielen natürlich Kontrastfaktoren eine Rolle. Der Föhn ist ja eine trockenwarme Strömung, die dann besonders stark kontrastiert. Nun, Herr Doktor, der Föhn wirkt ja nur auslösend auf Geschehnisse im menschlichen Körper. Am Föhn stirbt man nicht, sondern der Föhn löst irgendetwas aus. Aber wie reagiert nun der menschliche Organismus auf den Föhn? Ja, das ist richtig. Bei dieser stärkeren Wirkung des Föhns in der Nacht- und in der Winterhalbjahrsphase spielt eine vegetative Umstellung, eine besondere Disposition des Organismus stark mit. Denn gerade im März und im Oktober wieder findet eine Art vegetative Umstellung des Organismus auf den Winterschlaf, kann man sagen, statt. Und weil, wie wir noch sehen werden, die Föhnwirkung vor allem ein Vagus-Effekt ist, wirkt sich dann in diesen Zeiten die Föhnströmung besonders stark aus. Hier haben wir einen Medianschnitt durch das Gehirn. Sie sehen da die Hirnrinde, das heißt die Zentren des sogenannten animalen Nervensystems, das quasi mit den Sinnesorganen zusammen die Außenpolitik besorgt, die Anpassung an das äußere Milieu, während hier im Hirnstammbereich die Stammzentren, die vegetativen Zentren sind, die denn die Innenpolitik besorgen, die Erhaltung des Stoffwechsels, der Wärmeregulation und so weiter. Hier sehen wir die enge Verbindung des Zwischenhirns mit der Hypophyse, der Hirnanhangdrüse, die quasi der Dirigent im innersekretorischen Orchester ist und jedes Hormon, eben das Adiuretin, ausscheidet, das jene Wasserspeicherung auslöst. Hier haben wir ein Übersichtsbild über die Verästelung des vegetativen Nervensystems. Wir sehen hier den sympathischen Grenzstrang, der Äste zu den großen Gefäßen führt und damit die Zirkulation reguliert.
dann wieder Vagusfasern, die zum Herzen, zu den Organen gehen und hier regulierend einwirken. Es handelt sich um die unbewussten Funktionen des Organismus, die durch das vegetative System reguliert werden. Es ist nun komplizierend bei der Wetterwirkung, dass je nach Konstitution und Disposition entweder der Sympathikus oder der Vagus mehr reagiert. Zum Beispiel rundwüchsige Männer, auch vor allem Frauen und Kinder, reagieren mehr mit dem Sympathikus. Das heißt, mit einer Generalmobilmachung des Organismus, der Blutdruck steigt, der Puls steigt, und sodass es im Überschuss dann zu Hirnschlägen kommen kann und zu Blutdruckkrisen. Während schlankwüchsige Männer zum Beispiel und ältere Leute, bei denen die Lebenskraft etwas abnimmt, reagieren eher mit dem Vagus. Und der Vagus hat nun die Tendenz nicht der Generalmobilmachung, sondern umgekehrt der Einsparung. Der Organismus zieht sich sogar sozusagen strategisch zurück auf ein Minimum. Die Lebensflamme wird kleingestellt. Und dadurch entstehen dann im Überschuss eine Drosselung der Atmung bis zum Asthma, eine Drosselung der Herztätigkeit bis zum Herzasthma. Nun, Herr Doktor, gestatten Sie mir, dass ich aus unserer Unterhaltung gewisse Schlüsse ziehe. Nämlich, ich darf vielleicht annehmen, dass es Ihrer Meinung nach eine ganz bestimmte Föhnkrankheit gibt. Ja, ich muss sagen, für mich als Praktiker stellt die Föhnkrankheit eine geschlossene Krankheitseinheit dar. Eben mit im Vordergrund diese Wasserspeicherung, im Übrigen gleich die Wärmestauung der Reaktion auf die Warmfront. Und was kann man dagegen tun? Ja, die Behandlung, die muss sich darauf beschränken, die Wärmestauung zu bekämpfen. Das kann man mit Hydrotherapie, mit Wassertherapie, mit kühlenden Duschen, die das Schwitzen ersetzen sollen. Oder man kann entwässern mit salzarmer Obstdiät. Am besten wird man einen Birchermüsli-Tag einschalten, denn das Obst enthält viel Kalium und das schwemmt aus. Sie sind also eigentlich für eine natürliche Therapie im Falle einer Föhnbeschwerde. Ja, da, ganz sicher. Man sollte möglichst Medikamente meiden. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Doktor, kann man gegen die Föhnbeschwerden, gegen die Föhnkrankheit, eigentlich nicht allzu viel unternehmen. Nein, man kann sich also fragen, ist der Föhn Landplage oder Sündenbock? Ich muss sagen, ich glaube, es ist beides. In der ersten Sendung, Sie erinnern sich vielleicht, verneinte ein Mediziner eine Föhnfühligkeit. Peter Wies besuchte den Gelehrten in der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Nun, Herr Professor Dr. Etienne Grandjean, Sie sind Arbeitsphysiologe und Sie haben gewisse Versuche unternommen, wissenschaftliche Versuche, um die Wetterfühlung oder die Föhnfühligkeit einmal festzustellen. Was für Versuche haben Sie unternommen? Ja, da haben wir größere Versuchsreihen gemacht in Davos, in einem Sanatorium, weil dort die Leute tagtäglich für die Versuche zur Verfügung standen. Die Versuche haben 4 Monate gedauert und zwar haben wir jeden Tag eine ganze Reihe von Messungen durchgeführt und gleichzeitig auch jeden Tag die Leute mit einem Fragebogen befragt oder mit einem Fragebogen mussten sie angeben, was sie spürten. Das waren also alles sogenannte wetterempfindliche Personen, die angeblich den Föhn und so weiter zu spüren glaubten. Gleichzeitig war daneben das Meteorologische Institut, das hat das Wetter jeden Tag analysiert und hat uns dann hinterher angegeben, was für Wetterlagen, was für ein Barometerdruck, Temperatur und so weiter vorgeherrscht hatten. Nun, Sie haben uns freundlicherweise ein paar Versuche hier aufgebaut. Ich sehe hier eine junge Dame, ja? Die steht mit einem Gestell hier auf dem Rücken. Was wird nun an ihr gemessen? Ja, also das ist eine dieser Versuchsanordnungen. Bei der jungen Dame hier messen wir die Bewegungsunruhe. Das ist also ein Maß der Nervosität, ein Maß für den Bewegungsdrang, auch ein Maß für die Feinheit der Regulierung des Gleichgewichtes. Und nun sehen Sie, alle Bewegungen, die sie macht, ich könnte noch ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen, alle Bewegungen, die sie macht, gut, werden übertragen auf dieses Gerät, auf das Zählgerät, jeder Millimeter, der zurückgelegt wird, wird hier totalisiert. So, nach 3 Minuten haben wir dann ein Maß für die Bewegungsunruhe. Herr Buran, wollen Sie die junge Dame hinüberführen?
Nun, da drüben habe ich Ihnen eine Methode aufgestellt, mit welcher wir jeden Tag das Handvolumen gemessen haben. Sie wissen, können sich erinnern, Herr Dr. Sutermeister hat gesagt, dass es Ärzte gibt, die glauben, dass der Föhn einen Einfluss auf den Wasserhaushalt hat. Er hat gesagt, der Föhn würde eine Quellung, eine Anschwellung der Beine, Füße und Hände machen. Und deshalb haben wir das täglich gemessen und bei den Versuchspersonen von Tag zu Tag verglichen. Sie sehen da drüben, wie das hier mit dieser Methode notiert, geschrieben wird. Und aus diesen Resultaten war es dann möglich, vergleichend